Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sascha und das ist der Pujan. Wir haben heute den 3. Juli und am 3. Juli haben wir auch wieder ein ganz berühmtes Geburtstagskind, nämlich Sebastian Vettel. Kennst du Sebastian Vettel? Ajo. Rennfahrer, Formel 1, gibt es nicht mehr zu sagen. Bobby Carr, alles klar. Was du willst, alles. Der haut das weg. Nächstes Thema, so. Das ging aber schnell. Ja, genau. Wann ist denn er auf die Welt gekommen? Ist doch egal. Hast du ein Jahr? Ja, 1987. 87? Damit ist er ja jünger als du. Ja. Und erfolgreicher. Und er sieht besser aus. Und er kriegt mehr Schnitten. Aber ich trinke mehr Bier. Das mag sein. Mhm. Gut. Am 3. Juli 2003 hat sich der sogenannte Kartenmörder von Madrid der Polizei selbst gestellt. Echt? Ja. Kannst du mal zeigen, oder? Und warum heißt er so? Ihr könnt es euch denken, weil er an allen Tatorten eine Spielkarte hinterlassen hat. Eine Tarotkarte? Genau. Er hat insgesamt 6 Menschen erschossen und 2 weitere schwer verletzt. Ich würde sagen, das Ziel nicht ganz erreicht. So ein Kartendeck kann bis zu 52 Karten haben. Ja, ganz viele Plus Karten, Joker so. Und Deckblatt und so weiter. Ja. Was sind das? Was gibt es für ein Kartendeck? An der falschen Stelle geschludert, würde ich sagen. Mit 6 Karten und 2 Ersatzkarten. Gibt es da was? Da kannst du ja nichts mitspielen. Nee, nicht mal spielen. Blackjack kannst du mitspielen. Nee, das ist Weichei. Ich weiß gar nicht, warum du den erwähnst. Ich weiß auch nicht. Naja. Am 3. Juli ist aber auch Nationalfeiertag in Weißrussland. Nationalfeiertag deswegen, wegen der Befreiung des Faschismus. Vor dem Faschismus. Haben Sie den Faschismus befreit? Ja, nicht der Faschismus. Das war eine hervorragende Tat. Respekt und Anerkennung. Sapperlot. Einmal irgendwie der Faschismus, den müssen wir befreien. Der wird unterdrückt von Demokratie und anderen Mächten. Faschismus. In Weißrussland auch noch. Befreit den Faschismus. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, das war alles am 3. Juli. Ja. Und 1962 hat Algerien die Unabhängigkeit erlangt. Und zwar durch den damaligen französischen Staatspräsidenten und ehemaligen General Charles de Gaulle. Charles de Gaulle! Bum, 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 bum. Da ist er. Ja, Schall. Ja. Der Schall. Der Schalli. Ja. Ja. Das war wieder Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Heute war der Pujan da und morgen... Hast du Kopfschmerzen? Nee, heute Abend schon. Cheerio, Sophie, wir Ciao. Sehen uns morgen. Macht's gut.